Was will ich wirklich? Ich stelle die kompletteste Methode vor, wie du das herausfindest. Willkommen zurück, hier ist Leo, dein Abiturcoach, und wir sprechen heute darüber, wie du herausfindest, was du wirklich willst. Nach dem Abitur ist es vermutlich die absolut drückendste Frage: Was will ich denn eigentlich wirklich? Klar, es gibt ein paar Studiengänge, die du vielleicht machen könntest, kannst ein FSJ machen, kannst reisen. Es gibt erstmal wieder ein paar vorgefertigte Möglichkeiten, die dir einfach so die Gesellschaft präsentiert, zwischen denen du wählen kannst, die dich vielleicht auch interessieren und die wahrscheinlich sogar ziemlich gut für dich sind. Kannst eine Ausbildung machen, kannst mal ein Jahr gar nichts machen oder heimchillen. Es gibt total viele Möglichkeiten. Und das ist auch gut so. Aber du kriegst halt sofort wieder was angeboten, was du wieder annehmen kannst. Und die Frage ist ja langfristig für dein Leben, weil ich meine, du hast jetzt einfach 60, 70 Jahre vor dir, die du nach deinen eigenen Regeln gestalten kannst. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie findest du heraus, was du wirklich willst? Also wirklich, nicht nur so, oh ja, ich will mal das und das werden, weil da verdiene ich ganz gut und ja, sollte eigentlich schon passen. Sondern es geht wirklich darum, wie findest du es wirklich raus? Wirklich, wie verstehst du jetzt, was du aktuell am stärksten möchtest? Und dass du dann einen Punkt hast, wo du weißt, okay, das sind die Dinge, die mir im Leben wirklich wichtig sind und dann kann ich darauf hinarbeiten. Und die Methode ist so simpel wie genial. Du nimmst dir ein Blatt Papier. Einmal ein Blatt Papier, musst du noch nicht mal mehr, das reicht in der Regel ein Papier. Du nimmst dir einen Stift, außer du willst mit deiner Spucke schreiben. Und was du dann machst, ist ganz einfach. Du fängst mit der ersten Sache an, die du in deinem Traumleben möchtest. Und mit Traumleben meine ich nicht zwangsläufig eine Sache, die du mal erreicht hast. Beispielsweise, keine Ahnung, in meinem Fall so, ich will jetzt 100.000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Das ist passiert einmal und dann ist es ja erreicht und fertig. Sondern es geht eigentlich mehr so um den Dauerzustand. Angenommen, du sagst für dich, fangen wir ganz platt an, du willst in einem schön großen Haus wohnen. Okay? Dann schreibst du dir auf, schönes großes Haus. Yay. Dann hast du den ersten Punkt. Und da geht es auch nicht darum, ob das zu materialistisch ist oder sonst irgendwas. Geht überhaupt nicht um die Sachen. Schreib es einfach nur für dich selbst. Das ist auch vollkommen ohne Wertung. Vollkommen ohne Wertung. Wenn irgendwelche Leute dann sagen würden, oh, das sollte ich nicht aufschreiben. Oder du dir auch denkst, oh, das sollte ich nicht aufschreiben. Du willst es aber unbedingt. Schreib es trotzdem auf. Und dann machst du weiter. Was ist mir noch wichtig? Ja, keine Ahnung. Vielleicht eine tolle Partnerschaft. Also wirklich alle Lebensbereiche. So, was ist dir noch wichtig? Gesunder, vitaler Körper. So, schreibst du all die Sachen auf. Vitaler Körper. Und du schreibst 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 und du schreibst. Schreibst, 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 schreibst. Und da hast du vielleicht einen Haufen Sachen dastehen. Das ist erstmal wichtig, dass du dann ein paar Dinge hast, wo du meinst, ja Mann, da habe ich Lust drauf, das ist eine Vision, wo ich Bock habe, darauf hinzuarbeiten. Und wenn du die ganzen Sachen hast, dann sind wir noch lange nicht fertig. Weil das sind so, diese anderen klassischen kleinen Methoden sind immer so, schreib mir drei Dinge auf, die dir gefallen. Yay. So, nee. Es geht halt um mehr. Es geht halt wirklich rauszufinden, was willst du wirklich. Aber am Anfang ist es trotzdem entscheidend, dass du einfach erstmal hinschreibst. Schreibst hin, schreibst hin, schreibst hin. Lieber schreibst du 1000 Sachen, als dass du nur zu wenig hinschreibst. Also schreib wirklich alle Dinge, die dir einfach spontan einfallen. Einfach so Brainstorming-mäßig. Und irgendwann wirst du dann vielleicht merken, okay, mir fallen jetzt eben keine Dinge ein und ich habe auch keinen Bock, mir noch mehr Dinge zu belegen. Musst du dann auch gar nicht. Geht nicht darum, dass du jede Einzelheit aufschreibst, sondern einfach lass diesen Schwall einfach mal raus. Du kommst vielleicht während dem Schreiben auf noch mehr Ideen und schreibst, schreibst, schreibst. Und dann hast du es irgendwann. Dann hast du jetzt also eine Liste mit lauter Dingen, die du haben möchtest. Und dann geht es um zwei Dinge. Dann geht es zum einen mal darum, sich das Ganze visuell vorzustellen und wirklich sich auch in diese Situation reinzufühlen. Also wenn du beispielsweise hast, sagen wir einfach, du hast vier Punkte aufgeschrieben, was sollten schon mehr sein, aber je weniger, desto einfacher ist es auch wieder für sich vorzustellen. Angenommen, du hast gesagt, du bist ein schönes, großes Haus, du willst eine tolle Partnerschaft, du willst einen gesunden, vitalen Körper und dann vielleicht auch einen Beruf, der, bei dem du gut verdienst und der dich gleichzeitig erfüllt und bei dem du Spaß hast. Ja, das hast du diese vier Aspekte. Und jetzt versuch dich in dieses Leben vollkommen rein zu versetzen. Geh mal so einen Tag, den du in der Regel dann führen wirst, durch. Und dann überleg dir, wenn ich jetzt dieses Leben lebe, was fehlt mir noch? Was möchte ich noch dazu?
Weil du dann erstmal merkst, okay, wenn ich diese ganzen Dinge habe, die ich jetzt aufgeschrieben habe, was möchte ich dann eigentlich noch? Was möchte ich dann eigentlich noch? Dann wirst du sehr viel fokussierter und noch gezielter Dinge aufschreiben können, die dir einfach wichtig sind. Weil du vielleicht merken wirst, okay, das ist alles ganz cool, aber mir ist beispielsweise noch total wichtig, dass ich einen Hund habe. Keine Ahnung, weil du sagst, ich will einfach im Alltag noch ein paar mehr spaßige Dinge haben. Dann ist es ein viel konkreterer Wunsch, als du am Anfang einfach mal es aufgeschrieben hast. Deswegen, da werden dann noch gezieltere Dinge dazukommen. Gleichzeitig gilt es jetzt darum, wenn du dich in dieses Leben, was du aufgeschrieben hast, reinversetzt, dass du dir dann überlegst, was von den Dingen, die ich aufgeschrieben habe, machen eigentlich gar keinen großen Unterschied. Beispielsweise kann es sein, dass du dir mit dem Traumhaus dir sagst, also ohne Spaß, ob ich jetzt ein riesiges Haus habe oder ob ich jetzt in einer Wohnung mit meinem Partner wohne, wenn ich da einen gesunden, vitalen Körper habe, meinen Hund habe und einen Job, bei dem ich gut verdiene, mir gut Dinge leisten kann, Spaß dran habe und der mich auch erfüllt, dann ist mir das eigentlich egal. Dann merkst du auf einmal auch, was du nicht brauchst. Zu verstehen, wirklich zu verstehen, was du wirklich willst, bedeutet genauso stark zu verstehen, was du nicht möchtest. Und deswegen ist diese Übung so entscheidend. Das bedeutet, du machst das dann immer wieder, du schreibst ein paar Dinge auf, wo du meinst, okay, die möchte ich noch, und du tust wieder Dinge weg, ey, eigentlich macht es keinen Unterschied. Es geht nicht darum, dass du gegen ein großes Traumhaus bist oder so. Die Frage ist nur, macht es für dich einen relevanten Unterschied? Und wenn es nicht den relevanten Unterschied macht, dann streich es weg. Fokus ist bei der Sache ganz, ganz wichtig. Und dann wirst du nach und nach immer mehr ausselektieren, kannst du ja ewig machen. Mach das gerne auch über ein paar Tage verteilt, weil vielleicht bist du am einen Tag in der Einstimmung und da ist dir vielleicht Liebe wichtiger, am anderen Tag ist dir vielleicht Erfolg wichtiger. Deswegen versuch das wirklich auch so ein bisschen hin und her zu schieben. Streich immer wieder Punkte hin, weg und so weiter, bis sich das alles immer, immer klarer wird. Und dann ist es auch sehr wichtig, denke ich, dass du vielleicht so maximal 7 Punkte hast, weil sonst wird es auch einfach schwierig, dass du auf jeden einzelnen Bereich noch deinen Fokus legen kannst. Das heißt, versuch wirklich maximal 7, wenn es nur 3 oder 4 Sachen sind, wäre mega geil. Aber versuch vielleicht, dass es wirklich maximal 7 Dinge sind, wo du sagst, okay, wenn diese Elemente in meinem Leben sind, dann ist es sehr, sehr nah an meinem Traumleben. Und dann kannst du dich auf die auch fokussieren. Und wenn du das dann hast, gibt es aber noch einen ganz entscheidenden Punkt, dass du nicht einfach nur sagst, ich will eine tolle Partnerschaft. Ich will ein schönes Haus. Ich will einen coolen Beruf. Sondern, dass du dir dann aufschreibst, angenommen, du hast jetzt hier, wir sagen jetzt mal, du hast nur 3 Dinge, also jetzt hier das untere, ich weiß nicht, ob wir das in der Cam sehen können. Ich habe jetzt hier 3 Punkte aufgeschrieben, angenommen, das ist die Partnerschaft, dein Körper / Gesundheit und dein Beruf. Ja? Allgemein, das sind die 3 Dinge. Dann geht es ja nicht nur darum, dass du eine Partnerschaft hast. Dann geht es ja nicht nur darum, dass du gesund bist oder auch geht auch nicht darum, dass du nur einen Beruf hast. Sondern es geht dann darum, für dich selbst auch noch klarzustellen, was ist mir in den jeweiligen einzelnen Bereichen wichtig? Wie soll das aussehen? Was ist mir in der Partnerschaft wichtig? Dann schreibst du, oder was ist mir auch an meinem Partner wichtig? Dann schreibst du genau diese Dinge nochmal explizit auf. Was bedeutet für mich Gesundheit? Was bedeutet mir Gesundheit? Was ist für mich wichtig? Ist es für mich wichtig, dass ich theoretisch jeden Tag 2 Stunden laufen könnte? Oder will ich eigentlich nur ein normales Leben führen und da einfach keine körperlichen Beschwerden haben und das einfach auch langfristig aufrechterhalten können? Was ist dir beim Beruf wichtig? Ist es dir überhaupt wichtig, dass du viel Geld verdienst? Oder sagst du, nee, ein geringerer Lebensstandard ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ist dir bei deinem Beruf menschlicher Kontakt sehr wichtig? Und auch da geht dann wieder, deswegen sehr wichtig, dass ihr maximal 7 Dinge habt, weil sonst wird es einfach zu viel. Geht in die jeweiligen einzigen Aspekte rein und fragt euch dann, fangen wir wieder bei der Partnerschaft an, fühl dich in diese Partnerschaft rein. Was ist dir an deinem Partner wichtig? Und dann überleg, wenn ich mit diesen Menschen auf tagtäglicher Basis interagieren würde, was würde mir noch fehlen? Du kannst es dir in deinen Gedanken ideal einfach vorstellen. Überleg dir, was möchte ich, was möchte ich nicht? Was erwarte ich vielleicht auch in der Partnerschaft von mir selbst? Was ist mir im Miteinander, in der Kommunikation wichtig? Und fühl dich wieder rein, frag dich auch da wieder, was bräuchte ich noch, was mir noch wichtig ist? Und was ich aufgeschrieben habe, spielt vielleicht gar keine klare Rolle. Und das Gleiche beim Beruf. Fühl dich mal in deinen Beruf rein. Wenn die Aspekte, die du jetzt aufgeschrieben hast, erfüllt sind, welche Dinge möchte ich noch dazu, die mir wirklich wichtig sind? Und welche Dinge machen vielleicht für mich einfach nicht den Unterschied aus? Und so dann hast du sozusagen maximal 7 Oberbereiche, die du dann nochmal genauer definierst. Und auf einmal hast du so einen klaren Fokus davon, was du in deinem Leben möchtest. Und du kannst dir auf einmal
bewusst werden, okay, das ist beispielsweise, wenn es jetzt im ersten Moment wahrscheinlich erstmal darum gehen wird, was will ich denn später mal werden, was will ich später mal machen. Auf einmal bist du dir bewusst, ganz klar, welche Aspekte dein Beruf erfüllen soll. Weil wie gehen die meisten Leute an die ganze Berufsfindungssache ran? Die überlegen sich, was ist denn da? Die gucken mal, was ist da, was gefällt mir, ah ja, okay, das passt schon, irgendwie nehme ich das mal. Sie gehen immer von den Dingen aus, die da sind und nicht von dem, was die wollen. Das ist so ein bisschen dieses, wie beim Zeitmanagement, nach Aufgaben zu gehen und nicht nach Zielen, die man erreichen möchte. Deswegen, es ist Proaktivität einfach. Überleg dir, was möchte ich? Das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und dann such dir nach diesem Ziel, was du dir damit gesetzt hast, den jeweiligen Beruf, der auf dieses Anforderungsprofil zutrifft. Und so wirst du viel fokussierter, viel klarer an diese ganze Berufsfindungssache rangehen, als die ganzen anderen, die sich überlegen, oh ja, welches Studium gefällt mir denn? Oder ja, das habe ich gehört, soll cool sein, mache ich mal das. Und das einfach in allen Lebensbereichen. Du wirst in neuen Menschen, die du triffst, wirst du ganz klar, wenn wir auch über Freundschaft sprechen, wirst ganz klar wissen, was sind die 5 wichtigsten Eigenschaften einer Person, die für mich entscheidend sind, dass ich mit ihnen eine Freundschaft eingehen möchte. Und wenn du die Dinge bewusst bist, wenn du dir die Dinge bewusst bist, hast du allgemein im Leben so einen krassen Fokus und kannst dich darauf konzentrieren, weißt dann genau, was du willst und wirst auch, dass du einfach genau dich darauf konzentrierst, schlussendlich auch das erreichen. Und du wirst einfach mega motiviert sein, weil du weißt, Alter, ich erschaffe mir hier gerade mein Traumleben. Und dann wirst du ein sehr, sehr krasses Leben, das von Glück und Erfolg geprägt sein wird, führen. Und das wäre natürlich für mich eine absolute Ehre, wenn ich da dir den entsprechenden Impuls gegeben habe und geben konnte. Wichtig ist natürlich einfach, dass du die Übung selbst machst. Ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz entscheidend. Schau dir das Video gerne nochmal an, damit ihr wirklich die jeweiligen Schritte versteht. Und dann ist aber das Wichtige eben, dass ihr es einfach selbst macht. Und dann wird das eine sehr, sehr geile Zeit hier auf unserem wundervollen Planeten. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ich glaube immer an euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.